willkommen zu einem weiteren Tutorial von Shisha for You. Heute ist, Master mal wieder am Start. Ich möchte euch ein kleines Tutorial zum Tangiers-Tabak zeigen, da es einige Leute gibt, die ein Problem haben. Ich habe hier eine schöne Box bekommen, die mir Finn mitgebracht hat, die mir Omar im Prinzip geschenkt hat. Da ist Tangiers Passion Fruit drin. Ja, wie man sieht, Tangiers ist eigentlich gut schwarz immer und ist ja auch ungewaschener Tabak. Schwer zu handhaben für einige Leute. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal ein kleines Video, weil es die letzten 5-6 Male immer bei mir perfekt hingehauen hat. Fangen wir einfach mal an. Ich benutze eine Tangiers Funnel Bowl. Ist optimal für so ein Setup. Ist im Prinzip, was ich gleich mache, nichts anderes als ein Ami-Setup. Was Finn euch, glaube ich, schon mal die letzten Videos irgendwie gezeigt hat, aber irgendwie falsch gemacht hat mit kleineren Löchern. In dem Fall benutze ich noch einen tollen Mod. Ist aber auch keine Pflicht. Man kann das Ganze auch ohne Mod machen. Ist für mich aber immer etwas einfacher. So, prinzipiell ist das Ganze, sage ich mal, relativ easy. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass der Tabak nicht zu stark, wenn man Mod hat, reingelegt wird. Beachten muss man, dass der Tabak, sage ich mal, fast bis zur Rand voll ist. Du hast da vielleicht, keine Ahnung, 1-2 mm höchstens noch Abstand hat. Das heißt, es ist in dem Fall nicht wie ein Ami-Setup, weil Ami-Setups sind ja immer overpacked, das heißt, da ist zu viel Tabak drin, sodass ein kleiner Rand darüber entsteht. Das ist in diesem Fall nicht so. So, da bin ich ja schon fast fertig, da kann man die ganzen Ränder noch ein bisschen füllen. Könnt ihr mit der Hand machen, gibt noch, sag ich mal, das gewisse Aroma von der Hand. Oder ihr macht das einfach mit einer Gabel oder eurer Zange. Macht das, wie ihr wollt. Denkt einfach nicht zu viel darüber nach. Es gibt eigentlich im Prinzip nicht immer eine optimale Strategie für so etwas. Ist ja, sage ich jetzt mal, auch kein großer Akt. So. Das sieht man eigentlich ganz gut. Drück mal darauf. Genau, machen wir schon wieder höher. Genau, so. Sieht man, schön voll. Mein verkohlter Mod. Optimal, so. Jetzt kommen wir eigentlich zur Lochung, die Finn irgendwie anscheinend in den letzten Videos immer falsch gemacht hat. Ich habe in diesem Fall, hier hängt sogar noch was, gut zu wissen, zwei Lagen Havanna-Alufolie genommen. Und wie man sieht, hier mit, ich habe das mit einer Shisha-Zange gemacht, da sind ja immer diese tollen, Stängel dran, die ein bisschen spitz sind. Damit habe ich die Löcher einfach in Kreisform gemacht, zwar nicht zu viele, dafür sind sie größer. Das war es eigentlich auch schon. Man kann dazu noch sagen, dass man natürlich um die 3 Kokobrikos verwenden sollte, damit das Ganze natürlich auch ohne Windschutz optimal läuft. Mit Windschutz anrauchen, sobald ihr merkt, dass es ein bisschen mehr drückt oder dass der Flash langsam weggeht, da Tangiers sehr viel Nikotin enthält, dadurch, dass er ungewaschen ist, könnt ihr den Windschutz eigentlich abnehmen, wenn ihr merkt, dass der Rauch weniger wird, weil Tangiers eigentlich sehr viel raucht, könnt ihr den Windschutz auch wieder raufpacken, spielt damit ein bisschen rum, kriegt ein kleines Gefühl dafür. Im nächsten Video werde ich den Tangiers Passion Fruit dann auch für euch testen, euch mal zeigen, wie das Ganze, raucht in diesem Fall. Jetzt habe ich überall Haare an den Händen, das ist schon eklig. Wie auch immer, ich bin auch mal wieder da, ich mache auch ein paar Videos. Neues Intro, neues Layout ist alles vorhanden, unsere Website ist auch demnächst fertig. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Tutorial habt oder, Anregungen und Beispiele für andere Tangiers Setups, zum Beispiel hatte Tomek damals noch ein Querschnitt-Setup, wo er nur 2 Gramm Tabak verwendet hat, was optimal geraucht hat für eine Stunde, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an master@shishafolio.de und ansonsten wiederhauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal.